Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich würde sagen, ganz einfach, ihr wisst ja eigentlich schon Bescheid, weil es so ist wie immer am Donnerstag, nächster Livestream, 16 Uhr. Daran, denke ich mal, wird sich auch nichts ändern, außer mir kommt nochmal irgendwas Wichtiges dazwischen, irgendein Termin oder so. Also halte ich euch natürlich in den kommenden Videos immer auf dem Laufenden oder dann eben auch in der Ankündigung für den Livestream. Ihr wisst ja Bescheid und dann schauen wir einfach mal, wie es wird, was es Neues gibt. Vielleicht kommt ja nochmal was neu, irgendwie an neuen Packs oder irgendwas rein. Auf jeden Fall gibt es ja noch ein Update, aber dazu später mehr. Es wird sich ja auf jeden Fall in FC Mobile etwas ändern. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde sagen, zuallererst gehen wir aber nochmal rein und schauen mal noch, was es sonst noch so gibt. Ich habe extra hier heute noch nicht so viele Packs geöffnet, noch nicht so viel gemacht, damit wir hier gemeinsam nochmal reinstarten könnten. Ich glaube tatsächlich, ich habe einmal vergessen bei Parallelwelt. Ich habe auf immer gespielt, aber ich glaube, ich habe einmal vergessen, meine Punkte abzuholen. Das war ein bisschen belastend hier bei Eigenschaftenpunkte, dass ich da aus Versehen einfach mal vergessen habe, das zu holen. Naja, mal sehen. Erstmal auch alles angespart hier. Und dann schauen wir mal, wie es wird, was es wird, dass wir hier auch komplett durchkommen können. 10 Tage geht das ganze Event ja noch. Also ist ja alles noch möglich, aber hoffentlich schaffe ich es auch in allen Bereichen durch. Das ist auch so noch, ich will sagen, eine Angst von mir, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es schaffen werde. Genau, einmal muss ich noch drehen hier für die täglichen, für die täglichen Quest-Dinger. Also let's go, vielleicht haben wir Glück und ich komme irgendwo auf einem guten Feld an. Natürlich nicht. Ich war noch nie auf einem 88 bis 97er Feld und auch diesmal nicht. Naja, 50 Gems, okay, nehme ich mit. Ist jetzt nicht ganz so das Beste, aber gut, dann nehmen wir es halt einfach mal mit. Geht besser, geht schlechter, ist ja klar. Und das heißt, hier zack, auch nochmal 50 Gems, okay. Und Centurions Questmeister abgeschlossen. Das heißt, ich kriege einmal Standard Pack. Na, mal sehen, vielleicht haben wir raus ein Walkout oder so, mal sehen. Vielleicht haben wir Glück. Kleine Packlackpfeife und kein Walkout. Okay, nehme ich mit. Und dann schauen wir nochmal. Ich habe bei Umtausch auf jeden Fall nochmal ein bisschen was zu holen. Da gibt es auf jeden Fall für mich das... Oh ja, hier das hier. Das öffne ich auch immer gerne. Weil man braucht die ganzen Spieler. Vor allem für die Scout-Punkte da. Fürs Umtauschen. Dafür sind die sehr, sehr wichtig. Oh, Ricardo Pepi, ey. Die Augsburger Legende hier am Start. So, zack, nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir nochmal rein. 80 bis 97. Da muss ich jetzt 71er reinhauen. Okay, zack. Und dafür hier täglicher Umtausch. Mal gucken, haben wir da, kamen wir kein Walkout raus. Okay, Boniface mit am Start. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Ich habe schon gesehen hier diese 87er. Dafür, der ist ja alles Untrade und was auch immer. Aber dafür braucht man jetzt den Centurions-Spieler. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich hier so einen Umtausch nochmal mache. Aber ich glaube, das lohnt sich auch. Ist auch Centurions-Spieler. Aber es lohnt sich auch einfach nicht mehr, das zu machen. Es gäbe es ja hier nochmal bei MLS. Da habe ich ja nicht alle gemacht, weil ich nicht alle machen musste für die SBC. Aber ich weiß nicht. So, wir haben erstmal auch hier den garantierten täglichen. Ich kann mal, komm, wir können ja einfach nochmal rein sparsichtshalber einfach mal das hier öffnen. Aber ich glaube, da ist nichts mehr drin. Ich habe auch die letzten Male echt nicht mehr viel daraus gezogen. Eigentlich gar nichts mehr daraus gezogen. Und auch hier ist es einfach nur ein 88er. Einmal können wir vielleicht noch öffnen. Oder reichen die Spieler dafür noch? Ja gut, doch, die reichen eigentlich noch. Einmal kann ich es noch öffnen. Einmal noch probieren. Und dann soll es das aber auch davon, diesem Umtausch hier gewesen sein. Weil der ist an sich, kann er gut sein. Aber hier auch sowas, das, nee, da geht man lieber weg, sage ich ehrlich. Da geht man dann doch lieber weg. Und sucht lieber das Weite. Weil, naja, so, mit sowas will man sich dann eigentlich doch nicht abgeben. Wenn man mal genau drüber nachdenkt. Okay, ich kann hier noch einen 70 bis 88er Pack öffnen, okay. Haben wir noch bei geheimen Neuverpflichtungen mit dabei. Nehmen wir eigentlich auch ganz gut mit. Die Spieler von geheimen Neuverpflichtungen kann man sowieso nicht hier verwenden. Aber ich freue mich immer schön auf die Mascheranos, die hier mit dabei sind. Das ist immer eine Wohltat, kann man sagen. Und das heißt, wir gucken nochmal hier. Hier kriege ich nämlich auch nochmal meine Top-Event. Da kriege ich auch nochmal, glaube ich, Gratis-Packs habe ich schon geöffnet. Perfekt. Aber hier gibt es nochmal neue Packs tatsächlich, sehe ich hier gerade.
gerade. Die sehen sogar ziemlich schmackhaft aus, aber ich habe aktuell nicht genügend Gems dafür, sonst würde ich es vielleicht öffnen. Aber ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Das könnte auch komplett Schmutz sein, aber auf jeden Fall hat sich da EA mal wieder was Neues überlegt. Und sonst kann man hier nochmal schauen. Ich habe, also es kam ja auch die Division Rivals Belohnung. Ich bin absolut schlecht, ihr braucht da gar nicht schauen. Ich habe mittlerweile trotzdem aber irgendwie 8.900 Punkte zusammenbekommen. Ist nicht viel. Ich weiß, ihr habt alle eure 20.000 oder so zusammen. Ist ja klar. Und ja, aber zum Donnerstag gibt es dann wahrscheinlich wieder neue Packs und da bin ich gespannt. Vielleicht kann man dann wieder ein bisschen mehr für seine Punkte erhalten. Ich bin auf jeden Fall, ja, wie schon gesagt, sehr gespannt und das werden wir dann bestimmt auch im Livestream gemeinsam anschauen. Also ich würde euch raten, spart eure Punkte jetzt nochmal, Leute. Spart eure Punkte, die Packs ab Donnerstag werden nochmal krasser. Da kriegt ihr bessere Spieler für dieselbe Punktzahl, die ihr jetzt brauchen könnt oder so. Also auf jeden Fall werden die Spieler viel besser. Deshalb nochmal hier, spart eure Punkte, gebt die jetzt nicht aus. Genau, weil es wird sich, denke ich mal, lohnen, das, was da eben noch so kommen wird. Und noch eine weitere interessante Information gab es von EA, die wurde auf X, also auf ehemals Twitter, wieder gepostet und ich denke mal, vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, aber ich würde es einfach nochmal hier einblenden oder nee, komm, wir gehen einfach mal rüber für alle hier. Also, hier haben wir nämlich die Meldung von EA Sports FC Mobile. Hashtag FC Mobile wird ab dem 9. April UTC für das April-Update einer Wartung unterzogen. Während dieser Zeit können Sie sich nicht anmelden. Behalten Sie diesen Thread im Auge, um weitere Informationen zu erhalten. Also, wir haben die Information ab dem 9. April, also ab heute, wenn ihr das Video seht, ist eben die Möglichkeit da, dass ab und zu eine Erreichbarkeit des Spiels nicht gewährleistet ist. Also manchmal kann es aber sein, dass ihr nicht reinkommt ins Game. Also nicht wundern, das liegt an einem neuen Update, was kommt. Und es heißt ja auch ab dem 9. April. Das heißt, 9. April, 10. April, 11. April, wir werden sehen, wir wissen es nicht, es kann also auch mehrere Tage dauern. Ihr habt ja auch hier vielleicht schon ein paar Dinge, ein paar Posts gesehen, es gibt neues Dribbling, es gibt neues Passen, da könnt ihr euch auch gerne mal hier einfach die Videos reinziehen, ihr müsst euch dafür nicht anmelden bei Twitter, also oder bei X, wie das jetzt heißt, die könnt ihr einfach so sehen, die Videos, einfach hier EA Sports, at EA Sports FC Mobile Twitter eingeben und dann kommt ihr hier auf diese Seite und könnt euch da mal durchklicken. Und da habt ihr noch immer hier die aktuellen Informationen. Das ist ja auch jetzt hier schon ein bisschen älter, der Post. Ihr seht's. Und wenn ihr das Video seht, dann ist es noch älter. Aber nochmal hier also nicht wundern, wenn ihr nicht reinkommt ins Game. Es liegt einfach an der großen Wartung, an dem großen Update zum Gameplay, was rauskommen wird. Und ich würde einfach mal an der Stelle sagen, wir kommen auch morgen wieder raus zum neuen Video. Ganz klare Sache. Bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.